Grüß euch und willkommen zur Grünen Horde. Heute mit einem Firestorm Armada Spielbericht. Und zwar spielen wir die Mission Nummer 5 aus dem Szenario-Booklet Battle for Valhalla. Und zwar mit dem Namen Stemming the Tide. Gespielt wird es von The Everlast, der übernimmt wieder mal den Drenzy. Und von unserem Hank, der die Terraner übernimmt. Hallo. Der erzählt euch auch ein bisschen was. Was über die Mission. Um was es in der Mission geht. Also, die Dendrenzi kommen von hier hinten und müssen durch das Asteroidenfeld. Irgendwo auf deiner Seite ist die Valhalla-Station, die sie nachher angreifen sollen. Im Asteroidenfeld verstecken sich die Terraner. Wichtig ist, dass das Praetorianer Battleship ganz hinten an der Kante aufstellen muss. Das Spielfeld ist laut Mission 36x36 Zoll groß. Wir haben also die Kante dorthin verlegt. Das ist die zweite Kante. Hier, wenn sie hier rauskommen, kriegen sie einen Punkt für jede Schwadron, die rauskommt. Und die 36 Zoll in die andere Richtung ist die Reihe der Asteroiden hier. Die Terraner haben sich, wie gesagt, hier versteckt. Insgesamt sind es zwei Falter-Schwadronen, zwei Bomber-Schwadronen, die auf den mittleren Asteroidenfeldern stationiert sind. Und dann noch zwei Hidden Setup-Marker, hinter denen auf diesen stehen Nummern, die 1 und die 2, und hinter denen verstecken sich hinter der 1 die Fregatten und die Kreuzer hinter der 2. Die kommen dann nachher noch rein. Gut, es ist ein Unentschieden, wenn eine Schwadron kommt, die Dendrenzi gewinnen, wenn zwei Schwadronen kommen, und die Terraner gewinnen, wenn keine Schwadronen kommt. Der erste Wurf ist jetzt einfach die Initiative. Und den würfeln wir direkt live. Ja, das sind nur 3 für die Terraner. Das geht klar an den Dendrenzi. Trotzdem ist das allererste noch, dass die Terraner aktivieren, da die Terraner in der Reserve Phase sich auch bewusst dafür entscheiden dürfen, ihre Schiffe zu zeigen, damit sie diesen Zug bereits was tun können. Die Dendrenzi brauchen prinzipiell 3 Runden, um hier rauszufliegen. Ich würde trotzdem das oder gerade deswegen auch die erste Runde gerne nutzen, um bereits auf sie zu schießen. Und daher werde ich auf jeden Fall eine Schwadron hinstellen. Und zwar auf dieser Seite hier die kleinen Fregatten. Der erste muss genau da, wo der Marker war, und alle anderen dann in Command Distance. Und das gleiche machen wir auch hier. Und in Command Distance ist natürlich auch 2 Zoll nach vorne. So sollte ich sehr wenig Gefahr laufen, dass sie den Drenzi sich zu mir drehen und auf mich schießen, weil damit verlieren sie mehr oder weniger einen Zug Bewegung, um nach vorne zu entkommen. Gut. Dann sind jetzt die Dendrenzi dran, weil sie die Initiative gewonnen haben. So, meine Kreuzer bewegen sich als erstes nach vorne. Die beiden äußeren Kreuzer legen in ihrer Bewegung jeweils 4 Minen aus. Und zwar, wenn sie sich nach vorne bewegen, und zwar einmal nach hier und einmal hier. Und drehen sich alle ein bisschen ein, in der Hoffnung, dass sich die Asteroiden nicht zu sehr bewegen. So, Schussphase wird relativ einfach, und zwar die Gundracks schießen mit 6 Stück einmal hier hin. Das machen wir gleich. Schauen wir mal, da passiert gar nichts. Da brauche ich mein Schild nicht würfeln, danke. Dann haben wir hier die Fregatten anvisiert, und zwar diese hier. Oh, sehr, sehr schön. Die Fregatte hat einen Schild, den sie nicht schafft, die Fregatte ist tot. Und hier probieren wir auch mal Schaden machen. Und so. Du triffst nur auf die 5, aber das reicht trotzdem wieder. Jo. Hoppla. Auch tot. Nee, nicht tot. 4. 4 hat den Schadenspunkt genommen. Einen Schadenspunkt. Okay. Genau. Gut, dann sind jetzt die Terraner dran. Okay, der erste Zug der Terraner ist die Aktivierung der Fregatten. Prinzipiell möchte ich hier in die Mitte fliegen, da wo wir jetzt die 3 Flightstands hingestellt haben. Der ist noch ganz knapp außerhalb der 4 Zoll, das heißt, ich aktiviere diesen hier als ersten. Sobald er in 4 Zoll ist, explodiert die Mine, trifft zum Glück nur den einen. Der Everlast darf würfeln. Einen Sechser, den darfst du nochmal würfeln. Noch ein Sechser, er nimmt Schaden.
Der Vierer trifft auch, damit wäre er tot. Er hat ein Schild, den er nicht hält. Super. Noch ein Schiff zerstört. Das heißt, das vordere Schiff kommt nicht dahin, wo es soll. Wunderbar. Eine Mine. Und die anderen beiden kommen an. Damit verliere ich einen Teil der hier aufgebauten Würfel. Zum jetzigen Zeitpunkt kann dann der Beschädigte nur noch Würfel dazulegen. Und sie schießen gemeinsam mit 4 Würfeln auf den. Sie schießen jeder 3 Torpedos. Das ist dann zusammen 4 auf den. Das lohnt sich dann eigentlich auch nicht mehr. Dann können wir die 3 Torpedos lieber 2-mal auf die hier schießen. Und wenn sie hier zusammenlegen, 3 plus einen Würfel oder 2-mal 3 Würfel. Ich schieße 2-mal, nein, der kriegt nur 2 Würfel. Also 4 Würfel hier. Das sind alle Würfel, die ich habe. Ich hätte gern mehr gehabt. Fangen wir an. Wir schießen hier die Point Defense hast du? Müssen die von 2 haben, normal. Pro Modell. Für die Kleinen? Okay. Jawohl. Oh. Ja. Oh. Es geht ja doch. 6. Keinen abgewehrt. Das ist ein Toter, oder? Eine Fregatte tot von mir. Das ging ja doch schneller als erwartet. So, die zweiten Torpedos. Torpedos werden ja kein Abzug. So. Einen Treffer, das ist egal. Da passiert nichts. Auf die zweite schieße ich mit den Hauptwaffen. Du hast keine Schilder, aber nur einen Treffer. Okay. Und dann haben wir hier die 4 Würfel ins Heck. Ich könnte sie targeted auf die Point Defense schießen. Lass uns das probieren. Targeted auf die Point Defense. Ja, durch. Dann würfeln wir mal, ob wir noch weiterkommen. Dadurch, dass ich im Heck bin, ist das Damage Rating nur 3. Das heißt, die hier reichen bereits. Dadurch, dass ich targeted schieße, treffen nur 5 und 6. Ja, und das heißt, ich habe einen Würfel auf dieser Target-Tabelle, der 1W3, das ist ein Hazard-Marker. Ein Hazard-Marker. Kann man nicht nachschauen, das weiß ich auswendig. Genau. Für dieses Schiff und einen Schaden natürlich. Moment, kommt sofort. Gut, der erste Lebenspunkt, dann sollten wir das Schiff doch diese Runde auch erledigen. Dann sind wieder die Dindrensi da. So, als nächstes habe ich mein großes Battleship nach vorne bewegt. Es hat leider nur geradeaus nach vorne fliegen dürfen, weil es ja einen Main Drive Failure hat. Jetzt kann es nur die Hälfte seiner Bewegung machen und darf sich nicht drehen. Also geht es nur geradeaus nach vorne. Bei 6 Zoll Bewegung bleiben noch 3 übrig. Ich habe meine Interceptors ausgesetzt, damit ich später dann ein bisschen Fighter Schutz habe, beziehungsweise Torpedoschutz. Die Fregatte hier hat sich leider nicht so weit hingestellt, dass ich mit meinen Frontwaffen es sie anschießen kann. Dafür gehen aber die Torpedowaffen auf den hinteren Kreuzer und die Gunracks gehen auf den vorderen Kreuzer. Die Gunracks, die schießen wir jetzt gleich. Das sind 12 Würfel. Oh oh. Das sind 2 Treffer. Und nicht drüber diskutieren, ich brauche kein Schild. Absolut indiskutabel. Dann 9 Würfel für die Torpedos. 9 Würfel auf die Torpedos gegen 4 Würfel Point Defense. Und das ist zumindest Schild. Mal wäre das Schaden. Ich habe Damage Rating von 4,6. Ich habe 3 Point Defense pro Schiff. Das heißt, nur der zweite kann helfen. Ich kriege noch eins dazu. Und ich habe auch noch einen Schildwürfel. Den kann ich. Würfel mal danach. Die Point Defense fangen einen auf. Einer und weg. Der eine Schild fängt keinen auf. Wer ist ein 4-6? Nein, das ist ein kritischer. Ein Kritte? Wow. Ja. 2 Würfel. 7, das ist ein W3 Crew Points und ein Hazard Marker. Ein Hazard Marker und ein W3. Und 3 Crew Points tot. Okay, drei noch 2 Schadenspunkte bitte hinlegen. Und dann werde ich jetzt die Kreuzer als nächstes bewegen. So. Okay. Meine Bewegungen sind jetzt die Kreuzer. Der erste als erstes bewegt sich dorthin. Und zwar so, dass er im Four-Fix-Channel diese Fregatte hat. Da der zweite nachher ja, auch da noch hinschießen möchte. Der dritte wird es nicht schaffen. In der Breite den und in der Breitseite den. Der nächste bewegt sich jetzt hierher, so dass er dann bereits diesen in der Breitseite hat und natürlich den großen und wieder einen dahin schießen kann. Der löst allerdings die Mine aus. Er ist noch mehr als 4 Zoll entfernt. Das heißt, der Everlast darf jetzt die Mine würfeln mit 4 Würfeln.
gegen ein Damage Rating von 4. Ich brauche wieder kein Schild. Danke. Und dann können wir diesen hier noch hinstellen. Und dann werden wir gleich zum Schießen kommen. Geld. Okay, nach dem Überlegen, wo wir schießen können, kann ich auch tatsächlich auf jedes seiner Schiffe schießen. Sehr schöne Situation, hatte ich auch selten bisher. Wir fangen mit den Fregatten an. Dieser hier schießt vorfixt auf die. Das ist leider so nah, dass ich nur 5 Würfel habe. Ein bisschen weiter weg, auf den hätte ich schon 6. Aber ich will nur auf einen schießen. Das reicht nicht, dann nur die 5er treffen. Bei dem zweiten habe ich 6 Würfel vom anderen Schiff. Und es treffen auch nur 5er und 6er. Ja gut, wenn man so würfelt, bringt das nichts. Hier bin ich im Heck, und zwar mit 2 Schiffen. Das ist dieser hier und dieser hier. Der hier ist so nah dran, dass ich nur 5 Würfel hätte, 2 abziehen muss. Es gibt 3, der andere hat 7 Würfel. Die dritte Breitseite schießt auf den, dass ich hier im Heck ist. Ne, nicht im Heck ist. Ich bin leider nicht im Heck in dem Fall. Dadurch das leichter reindrehen. Die 3 Würfel hier, Damage Rating ist 3. Nein. Und hier auch, Damage Rating ist 3. Das reicht auf jeden Fall. Autsch. Ist aber noch nicht ausreichend für einen Crit. Ist nur ein Schadenspunkt. 5. Gott sei Dank. Gut. Hier habe ich 7 Würfel, wie gesagt. Und das Damage Rating ist 4. Da ich leider nicht im Heck bin, ist diese leichte Drehung. Ist aber fast egal. Jetzt können wir einen Sixer. Das ist jetzt ein Crit. Au, au. Und den darf ich immer nochmal würfeln. Und nochmal, weil es so schön ist. Herr Lieber, würfelst du jetzt die ganzen 10, Sixer raus? 12, ja, 14 hätte ich für einen Doppelcrit gebraucht. Das ist nur ein Crit. 9 auf der kritischen Tabelle. 9 ist Shield Overload. Shield oder Cloak disabled. Das ist dir völlig egal. Genau. Schilde, wozu brauchen denn Drenzy Schilde? Gut, dieser hier nimmt 2 Punkte Schaden. Das nächste sind alle Torpedos zusammen, und zwar 5 pro Schiff. Ich nehme den, der am weitesten entfernt ist, dass ich auch wirklich 5 habe. Das heißt 5 vom ersten und dann einmal 5 zusammengelegt, sind 10 Würfel. Und die werden wieder besser als die ersten. Das reicht auch auf jeden Fall für ein Damage, aber nicht für einen Crit. Du wehrst es nicht ab. Ein Schadenspunkt. Jawohl. Gut, und so. Wenn wir die. Gut, jetzt kann noch die letzte Breitseite schießen. 12 Würfel auf das Dickschiff. Der hat schon so viel Schaden, dass ich nicht targeted schießen will. Einfach nur hoffe, Schaden zu machen. 2 Sechser. Und ja, das sind viele, viele Treffer. Das heißt, nur 3 Würfel haben nicht getroffen. So, das sind also hier 8, 12 Treffer. Das wäre ein kritischer Treffer, oder? Das ist ein kritischer Treffer, leider. Damit hatte ich, darauf habe ich nur gehofft. 10. Das ist der kritische Treffer. Main Drive Failure, Half Speed and Cannot Turn. Den habe ich schon. Den Marker trotzdem, weil du musst jeden einzeln reparieren. Und damit bleibt die Wahrscheinlichkeit, dass du langsam bist, etwas höher. Das ist doch mal ein Anfang. Okay, wir werden den Marker finden. Oh, letzte Bewegung der den Drenzy waren die Fregatten von hinten einfach nach vorne Fersengeld geben, weil die guten Jungs einfach nur nach vorne schießen können und vorne gar kein Ziel ist. Ja. So, somit, ich nicht erwischt habe. Somit sind dann die Terraner gleich dran. Die ganzen Tokens von. Meine Tokens sind eigentlich offiziell noch nicht da, aber das ist immer der Asteroid, wo sie starten, ihre Basis. Deswegen haben wir sie hingelegt. Jeder Token wird jetzt nacheinander aktivieren, also jeder Carrier, und setzt damit seinen Token aus. Jetzt darf der Token etwas tun. Und zwar hier einen Bogen mit 18 Zoll in sein Heck zu fliegen. Jetzt darf die Point Defense dieses Schiffes einmal schießen. Da der schon so beschädigt ist, ist das ein Würfel. Das passiert gar nichts. Und dann hat ein Fighter-Token jeder 2. Und das sind 3 Fighter, 6 Würfel. Und das tötet dieses Schiff. Denn das ist ja jetzt schon fast kritisch. Die beiden Würfel waren es. Ist ein Schadenspunkt. Damit hat er dann seinen letzten Schadenspunkt verloren und ist tot. Mein Jäger kehrt wieder hier zurück und kann nächste Runde wieder aktivieren. Die nächsten, die aktivieren, sind die Bomber hier. Das sind jetzt 5. Du hast jetzt noch mehr Point Defense. Du hast ursprünglich 3. 3. Dann hast du jetzt noch 2 Würfel. Also dieser hier aktiviert und attackiert diesen hier. Das sind 5 Bomber zum jetzigen Zeitpunkt. Du darfst schießen. Keinen getroffen. Jeder Bomber hat 3 Attack Dice. Das heißt, ich komme auf 15 Attack Dice. Das wird sehr, sehr wehtun. Wehtun. Egal wie.
Du kannst mal mein Würfelglück übernehmen. Das sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Das ist doppelt kritisch. Jawohl, der ist tot. Den darf ich ja nochmal würfeln. Gut, es ist doppelt kritisch. 8 und 8. Er explodiert nicht, er ist tot. Allein 4 Schadenspunkte töten diesen Kreuzer. Okay, nächstes ist der Jäger hier drüben, dass er überhaupt noch etwas angreifen kann. Fliegt er hier hin. Sobald er in die 4 Zoll dieser Fregatte kommt, darf die Fregatte schießen mit ihrer Point Defense. Das sind 2 Würfel. Es ist wichtig, dass wir nacheinander würfeln. Bitte die ersten. Das tötet einen, der 6er. Aber der 4er ist natürlich nicht mehr, als hier noch Schiffe sind, sodass ich nicht kein Abort-Ergebnis erziele. Jetzt komme ich in die 4 Zoll von diesem Schiff, was noch 2 Point Defense hat. Da passiert gar nichts. Und bevor ich angreifen kann, komme ich auch noch in die 4 Zoll von diesem Schiff. Dann darf der auch noch schießen. Du tötest noch einen, aber das ist keine 4 oder 5, keine Board. Das heißt, ich habe jetzt noch 2 Würfel gegen die Fregatte, das ist natürlich nicht wirklich viel. 3, das ist trotzdem Schaden. Ein Schaden. Und ich darf den 6er ja theoretisch nochmal würfeln, nein. Aber das ist schön, ein Schaden für die Fregatte. Ich habe hier glaube ich noch einen, ja. Und diese gehen zurück an ihr Base, jetzt allerdings nur noch ein Jäger, der ist jetzt mehr oder weniger nutzlos. Jetzt machen wir das Ganze nochmal, der Bomber. Fliegt da an und es wird wieder einzeln gewürfelt. Also ich setze ihn aus, er startet. Der Bomber will natürlich das große Schiff, weil er muss ja hier durch alle Point Defense durch. Du hast einen Würfel für die Fregatte. Durch die fliege ich zuerst. Du tötest einen, super, ich bin bei 4. Dann schießt das große Schiff. Du machst gar nichts. Oh, Snake Eyes. Bringt gar nichts. Die zweite Fregatte bringt auch nichts. Er macht seinen Attack Run mit noch 4 Überlebenden. Das sind 12 Würfel bei diesem Schiff. Und das sind wieder viele 6er. Danke. 8. Das sind bereits 11. Und dann dürfen wir 4 Würfel nochmal würfeln. 13. Ein zu wenig für einen Doppelkrit. Also einen kritischen Treffer, einen 9. Das hatten wir heute schon. Das ist wieder der Main Drive Failure, oder? Nein, das ist Shield Overload. Deswegen hatten wir es vorhin schon. Hm. Shield Overload für den Drenzy. Völlig nutzlos. 2 Schadenspunkte für dieses Schiff. Ein freier Schaden sozusagen. Mein Token geht zurück an sein Base. Das war alle Aktivierungen der ersten Runde. Was jetzt noch fehlt, sind Reparaturwürfel. Ich habe hier einen Hazard Marker. Den repariere ich. Das den Drenzy Dickschiff hat. Oh, nehmen wir die weißen, bitte. Insgesamt 4 Marker. Würfel mal für die beiden Main Drive Failures. Die beiden Main Drive Failures. Die werden nicht repariert. Dann einmal Point Defense. Nicht repariert und das Security in Disarray. Ja, die ist mehr oder weniger egal. Die anderen waren die wichtigeren. Danke. Und dann würfeln wir jetzt für die Initiative. Meiße. Dummen hier. Okay, den Drenzy sind die weißen Würfel, rot sind die Terraner. Den Drenzy dürfen wieder anfangen. Gut, zwischen den Zügen bewegen sich noch unsere Asteroiden, jeweils ein W6, eigentlich ja mit der Schablone. Wir nehmen einfach einen Abweichungswürfel, das ist besser. Das ist 1 Zoll in diese Richtung. Dann für diese hier. Das ist 2 Zoll in die Richtung, das ist ganz nett, weil er hier rausfliegt. Der bewegt sich 4 Zoll in die Richtung. Das ist jetzt eher schlecht für die Terraner. Damit ist der nämlich fast zu weit weg. Werden wir sehen. 2 Zoll hier rüber. Zack. Alle bewegt. Dieser hier würde theoretisch noch an die Fregatte rankommen. Mehr nicht. Der hier auch. Du solltest also dann möglichst schnell weg. Allerdings hat der natürlich noch gleich ein Ziel. Ob ich irgendwie noch die Chance habe, dass ich rauskomme? Fragezeichen. Ganz schweres gut. Fragezeichen. Und dann dürfen sich jetzt die den Drenzy bewegen. Welche Schwadron will sich zuerst bewegen? So, meine beiden Fregatten, die noch leben, unwahrscheinlicher Fall, bewegen sich einfach nach vorne und versuchen sich hinter dem Asteroiden ein bisschen zu verstecken. Und zwar einmal nach hier und einmal nach hier. Der nimmt bitte seinen Schadensmarker mit.
Und dann werde ich jetzt als Terraner erst die großen aktivieren. Meine Kreuzer. Da die Fregatten ja außerhalb seines Vorarks ist und er geradeaus fliegen muss, zum Glück noch. Okay, meine Kreuzer haben sich bewegt, sodass er hier geradeaus fliegt und mich beide nicht erwischt. Er und er hat es in der Vorwaffe und er hat es, den großen Schiff in der Seitenbewaffnung. 5 Würfe von ihm und 8 Würfe zusammengelegt macht nochmal 4. 9 Würfe auf das große Schiff. Das sind 6, das ist durch das Damage Rating. Das ist einfach nur ein Schadenspunkt. Ganz langsam aber sicher werde ich den hier zerstören. Und zwar, mein Schlachtschiff hat sich gerade nach vorne bewegt durch die beiden Mandrive Failures. Kann er sich immer nur noch nach vorne bewegen, 3 Zoll nach vorne. Vorne hat er gar nichts, aber in der linken Seite, in der Backbordseite, hat er einen Kreuzer und den angeschlagenen Kreuzer mit den Torpedobewaffnungen. Den heilen Kreuzer mit den Gunwrecks und habe wenigstens schon mal 6 Schaden. Dagegen habe ich einen Schildwürfel, der da liegt. Ich wehre schon mal 2 ab. Yeah. Ich wehre 3 ab. Und ein Damage Rating von 4, dem passiert gar nichts. Dann den angeschlagenen mit den ersten 6 Torpedos. Gegen die ersten 6 habe ich die 2 Point Defense. Die machen nichts und ein Schild. Das macht nichts. Das ist dann Schaden. Ein Schaden. Da habe ich jetzt nur noch das Schild gegen die letzten. Das ist schon mal. Das wäre wieder ein Schaden. Mein Schild rettet ihn nicht. Und wenigstens ist er tot. Ergebnis, der ist tot. Dem anderen ist nichts passiert. Das ist okay für mich, würde ich sagen. So. Gut. Ich aktiviere jetzt meine Bomber. Und zwar dieser Carrier hier. Setzt die ersten aus. Das sind nur noch 4. Die fliegen einen großen Bogen. Sodass sie zuerst in die 4 Zoll von diesem hier kommen mit 2 Würfeln. Der macht nichts und dann in die 4 Zoll von dem anderen. Das tötet einen. Das heißt, ich habe noch 9 Würfe gegen die nähere Fregatte. Und das tötet die Fregatte, da wollen wir nicht weiter diskutieren. 3 Sixer ist schon leicht dort. Die nächsten Bomber kehren zurück zu ihrem Ausgangsschützpunkt. Das nächste setze ich auch hier die Fighter aus. Die kommen 18 Zoll, die fliegen hier an. Point Defense ist 1. Der hat ja schon Schaden genommen, es stirbt wieder einer, das heißt, ich habe nicht meine ganzen Würfel leider, sondern nur 4. Und ich erwische ihn nicht. Das heißt, meine Fregatten müssen dagegen noch etwas tun, sie müssen ihn noch angreifen in irgendeiner Form, aber ich habe ja noch meine Fregatten. Diese beiden hier kommen leider nirgends hin, das heißt, sie setzen nur aus und fliegen dann in Command Distance, das sind 4 Zoll, oder? Ja, 6 Zoll. 6 Zoll, ganz normal. Dann bewege ich mich 6 Zoll, weil dann könnte ich nächste Runde auch mit dem einen einfach nur hoffen, dass ich einen Fighter erwische oder einen Interceptor. Und meine Bomber bewegen sich auch 6 Zoll. Aber sie sind ganz knapp außer Reichweite. Nächste Runde können sie auf jeden Fall einen Angriff auf das große Schiff fliegen. Und hierher reicht es auf keinen Fall. Gut, dann sind noch die Fregatten dran. Die haben zum Glück Movement Tournament 0. 3, 4, 5, 6, 7, 11. Die können dir ins Heck schießen und die eine auf jeden Fall auch ohne Probleme durch die Asteroiden und die zweite dann dahinter einen ähnlichen Move. Und dann kann sie doch ein bisschen schräg runterfliegen. Wir werden es ausmessen und dann dahin stellen. Gut. Ich habe meine Fregatten bewegt. Ich nehme den Manövertest für diese hier in Kauf. Wobei sie das vielleicht sogar noch schafft. Nein, wahrscheinlich nicht. Ich bin in seinem Heck. Er hat ein Damage Rating von 3 normalerweise. Jetzt nur noch 2. Ich schieße sie getrennt, weil wenn ich die 3 Würfel der Beschädigten hier dazugebe, hätte ich nur einen Würfel mehr. Und ein Damage Rating von 3 bedeutet ein 6er und er ist tot. Das war bereits der erste. Dann ist das einfach der bessere Zug, mehr Würfel zu haben. Zweite Schwadron erledigt. In der nächsten Runde bleibt nur noch das große Schiff, das schon 3 Schadenspunkte hat. Ich denke, das werde ich auch erwischen. Du darfst die Point Defense reparieren mit 2 Würfel. Mit einem Würfel. Du hast einen Schaden der Point Defense in der Endphase. Reparaturwürfe. So, dann haben wir noch die Reparaturwürfe vom Battleship. Und zwar einmal die Point Defense. Die ist nicht. Und zweimal den Main Drive Failure. Und zweimal den Main Drive Failure. Die sind beide repariert. Beide repariert. Du darfst jetzt dich drehen. Yeah. Voll bewegen und voll drehen. So, dann haben wir noch die Bewegung der Asteroiden.
einmal diesen Asteroiden hier, der wiegt sich 1 Zoll. Ja, weg. Er entfernt sich von meiner Fregatte, danke. Das ist genau das. Auch wenn es nur 1 Zoll ist, aber das dürfte mir reichen. Das langt, dass die Fregatte kein Manöverfest macht. 5 Zoll in die Richtung, ja, gut. Jetzt ist es auch schon. Er kommt genau in die Schussbahn des Großen, sodass er nachher auch noch angreifen darf. So. Danke. Weil du jetzt natürlich ausweichen könntest, wenn du das willst. Dann der hier. Dieser hier. 2 Zoll nach vorne. Ja, komm doch zu mir. So, die Tokens stehen wieder drin. Was den Tokens aber herzlich wenig ausmacht. Und 6 Zoll auch nach vorne. Hätte ich gar nicht 6 Zoll vorfliegen müssen. Die Basis bewegt sich in Richtung... Gut. Und dann würfeln wir jetzt noch die Initiative. Ini live. Die Terraner haben 7. Du hast das höhere Tactical Rating. Genau, eins. Das heißt, die Drensi fangen an. Ich darf anfangen. Aber so viele Schiffe sind es ja nicht mehr. Nur noch eins, das wahrscheinlich sterben wird. Ich hoffe doch. Da mein Schlachtschiff jetzt wieder voll manövrieren kann und sich voll bewegen kann, nach vorne und eindrehen, damit die Hauptwaffe irgendwie noch Schaden machen kann. Und zwar auf die kleinen Fregatten. Ja, die sind dann wahrscheinlich tot. Die Interceptors haben sich nachbewegt und haben sich leider durch ja, diese Kreuzer einen großen Bogen geflogen und sich außerhalb der 4 Zoll von dem hier geparkt. Das heißt, ich habe einen meine Point Defense. Das reicht nicht. Nein, Gott sei Dank. Die bleiben noch gar nichts ausgesetzt. So, somit haben wir uns so aufgestellt, dass wir mit der Steuerbordseite den Kreuzer hier mit den Gunwrecks anschießen können. Die Torpedos gehen jeweils auf eine Fregatte und die großen Kinetics auf die angeschlagenen. Was willst du zuerst würfeln? Machen wir zuerst den Kreuzer. Mit der hat nur ein Schild dagegen. Ein Schild dagegen. Und das sind viele. 6. 7, das ist ein kritischer. Nochmal 3. Nochmal 2. 11. 6er. 12. Wir wehren keinen ab, der ist tot. Das ist ein Doppelkrit. Das ist ein Doppelkrit. Würfel mal. 2x2W6. Ich gönne dir die Doppel 1, weil nur du bist in Reichweite. 6 und 5. Nein, passiert gar nichts. Passiert nichts. Okay, das war sehr, sehr gut gewürfelt. Schade. Die Doppel 1 würde ich auch sogar noch schaffen. Ein großes Schiffle. So, dann machen wir mit den Kinetics nach vorne. Die Kinetics nur. 3? Nee, nur 2. Das reicht. Bringt aber gar nichts. Aber ich bin im Heck. Dann machst du Schaden, dann muss ich mein Schild doch würfeln. Abgewehrt. Und noch ein 6er. Dann hast du jetzt 3. Dann machst du einen Schaden, dann ist der tot. Schaden und ist tot. So, und dann haben wir noch die restlichen 6 Torpedos auf den Unbeschädigten. Ja, ich nehme meine Point Defense gegen die ersten. Okay, und nur 4 Schaden. Ja, ich hatte noch 2 Point Defense. Die wehren nichts ab und ein Schild, das wehrt 2 ab, dem passiert nichts, da ich ja sogar noch mal weiter würfeln dürfte. Bin ich aber auch im Heck. Dann ist mein Damage Rating auf 2 runter, dann machst du einen Schadenspunkt und dann darfst du jetzt noch die zweiten 6 Torpedos würfeln. Oder? Ne, die zweiten 6 wären auf den anderen gewesen. Okay, dann hat er nur einen Schadenspunkt, dann lebt er noch. So, die zweiten 6 Würfel noch auf diesen, weil also auf den anderen, der war ja schon tot. Ich habe einen Schild dagegen, muss bereits eine 6 würfeln. Nein, er ist tot. Gut, als nächstes sind wir die Terraner dran. Ich darf jetzt alle meine Aktivierungen ausführen. Die Fregatten sind weg, also habe ich noch 5 Aktivierungen. Ich fange mit den Interceptors hier an und ich greife bewusst, meine sind Falter, ich greife bewusst einen Interceptor an. In diesem Fall hat der Interceptor 2 Würfel pro Wing, er hat noch 3 und ich habe 1 Würfel pro Wing. Ich würfe keinen 6er, ich töte keinen. Du tötest mir einen, der ist tot. Der ist raus. Aber ich muss jetzt zur Base zurück. Nein. Nicht? Ich denke nicht. Oder gut. Was? Terraner sind dran. Ich fange mit diesen Fightern an. Ziel ist das Schiff natürlich. Ich möchte aber ganz bewusst hier kämpfen. Er könnte auch auf den Kampf verzichten und seinen Interceptor warten lassen, also greife ich ihn an. Meine haben nur einen Point-Defense-Würfel. Ich töte einen Interceptor. Er tötet meinen nicht. Allerdings hätte er mich auch abortet. Also ich muss mit 1 zurück. Aber mein Ziel, den Interceptor zu reduzieren, ist schon erreicht. Meine Bomber können dann leichter durchfliegen.
Das nächste, wir machen das gleiche von diesem hier. Ich greife wieder hier an. Diesmal habe ich zwei Würfe, ich kriege keinen. Du erwischst einen und abordest mich, weil du noch einen Treffer hast. Zack, der kommt dahin. Dann bewegen sich die Bomber von hier weg auf das große Schiff zu. Diesmal will ich das große Schiff angreifen. Das heißt, wenn du den Nahkampf willst, musst du ihn ausrufen oder die Interceptor für die aufheben. Das ist deine Entscheidung. Wir warten auf die Großen. Dann habe ich einfach 9 Würfe auf das große Schiff. Das ist der B. Und das ist den einen, darf ich nochmal. Das sind 6, das ist dein Schadenspunkt. Ein Schadenspunkt. Hälfte. Und ich fliege zurück. Und jetzt aktivieren wir die 5 hier. Und jetzt? Diesmal möchtest du gerne kämpfen. Das heißt, ich kriege 5 Würfel, jeder Bomber hat einen. Ich habe 4 dagegen. Ich töte dir keinen, ich schicke dich auch nicht nach Hause, du tötest 2. Das heißt, ich habe wieder 9 Würfel gegen wenigstens das große etwas. Schiff. Und meine sind jetzt halt wieder zurück. Deine sind jetzt nach Hause, weil sie jetzt ihren Intercept-Move ausgeführt haben. 3, 9. Keine Point-Defense mehr vorhanden. Das reicht zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Das reicht nicht. Nein, Gott sei Dank. Kein Schaden genommen. Okay, letzter Zug in der dritten Runde. Der Kreuzer bewegt sich und zerfliegt er einen Bogen hier hin. Da ich weiter als 8 Zoll weg sein möchte. Eigentlich ganz gerne auch sogar über 12, das schaffe ich leider nicht. Das heißt, ich habe nur 4 Torpedos, das wären die über 12 gewesen, die ich in sein Heck schieße. Es sind keine Interceptor mehr da und es sind auch keine Point Defense da. In seinem Heck hat er ein Rating von 6 normalerweise, das heißt jetzt 5. Leider habe ich es nicht geschafft, ihm 5 Punkte zu nehmen, dann wäre sein Ablative Plating weg. Das ist jetzt passiert. Aua! Ein Schadenspunkt. Ist aber für den Wurf jetzt noch egal. Hier haben wir jetzt die 7 Würfe der Primaries. Und die werden wieder einen Schaden machen. 5, das ist bereits ein Schaden. 6, das bleibt ein Schaden. Gut, dann ist die Endphase der dritten Runde und die Dendrenzi dürfen noch einmal ihr Point Defense reparieren. Der ist repariert. Hier, die ist repariert. Und dann bewegen wir wieder die Asteroiden. Dieser hier bewegt sich 5 Zoll, der ist ziemlich wackelig, der weiß nicht, was er will. In der Richtung. Dann bewegen wir diesen hier. Ja, die wollen näher ran, wunderbar. Asteroid im Nahkampf. 2 Zoll in dieser Richtung. Und der letzte. 6 Zoll. Ich würde sagen, der verlässt das Spielfeld, weil die Mitte des Bases ist draußen. Ich verliere einen Fighter. Wie schade, ein Fighter-Token vom Spielfeld entfernt. Geflohen. Ein feiger Asteroid. Okay, dann ist Initiative-Wurf. Und vielleicht kriegen das ja auch mal die Terraner. Nein, die Terraner brauchen das gar nicht. So, dann aktiviert sich dann als einziges übriges das Schlachtschiff. Und ich denke, du hast ein Turnlimit von? Turnlimit von 2. Das heißt hier und dann Fersengeld, oder willst du noch viel tun? So weit wie möglich weg, natürlich. Das heißt 2, 3 und ich setze meinen Interceptor aus. Wie weit kommst du? 7? 6. 6, dann bist du hier. Er ist ziemlich lahm von dem. Und die Interceptors wollen wo stehen? Irgendwo in der Nähe um 6 Zoll des Flight Packs. Bleibt sie wurscht. Bleibt sie wurscht, weil du darfst ja angreifen. Genau. So, somit habe ich noch Ziele. Ich könnte höchstens noch da rüber mit der Seitenbewaffnung. Das dann müsstest du dich auf die letzten nochmal drehen sozusagen. Ja. Oh, das kannst du schaffen. Damit ich wenigstens hier nochmal. Machst du deine Seitenbewaffnung? Die ist wie stark? Okay. Hier in der Breitseite von den Gunracks hätten wir noch die hätten wir noch 4 Würfel, weil wir über 16 Zoll sind. Aber wir haben 6 Punkte Schaden. 6 Punkte Schaden, von 4 minus 6 bleibt nur noch ein Würfel übrig. Aber damit es gewürfelt ist. Könnte ja viele Sechser werden. Genau. Ein 3 ist kein Sechser, gut. Nur die Hälfte. Damit sind wieder die Terraner dran. Ich darf meine 4 Aktivierungen ausführen. Der erste Fighter versucht wieder die Interceptoren anzugehen. Ich habe einen Würfel und ich töte einen. Und du tötest meinen Fighter.
Dann bleibt bei mir noch ein Interceptor übrig. Gut, dann aktiviere ich meine beiden Bomber. Die sind beide gleich stark. Du willst den ersten angreifen, oder? Da bleibt es jetzt egal, weil beide Stärke von 3 Wings haben. Also kann ich den ersten bereits angreifen. Ja, das heißt, ich würfle und ich mache dir nichts, deinem Interceptor. Ja, und der nächste tötet einen, aber er boardet noch nicht. Jetzt darfst du noch Point Defense schießen. Genau. Minus 6 wird wahrscheinlich ein Würfel übrig bleiben. Bleibt nur noch ein Würfel übrig. Schauen wir mal. Das tötet keinen, das heißt, ich habe 6 Würfel für den Angriff. Und ich erreiche nichts. Nichts. Dann kommt mein zweiter Bomber-Token. Ups, das waren 3. Ich hätte doch den anderen zuerst nehmen sollen, das war ein Fehler. Das waren 3. Du hast Point Defense, einen Würfel. Wieder einen Würfel. Nichts. Und ich habe 9 Würfel der Bomber. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist Schaden. Ein Schaden. 8, bleibt da ein Schaden. Ein Schaden. Und dann kommt noch der Kreuzer. Gut. Mein Kreuzer bewegt sich. 7 zur Bewegung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den letzten wieder leicht gedreht. Hier rein. 7. Das ist die Zielposition. Da ich einfach auf der Breitseite besser bin als in der Frontbewaffnung, schießt die Breitseite lieber. Dieses Mal bin ich weiter weg für die Torpedos, das heißt, ich habe 5 Würfel für die Torpedos. Das macht nichts. Und ich habe 7 Würfel. Du hast ein Damage Rating von 6. Ablative Plating ist kaputt, das heißt 5. Das reicht, das macht Schaden. Dagegen hast du keinen Würfel mehr. 6, 7, 8. Ein Schadenspunkt. Ein Schadenspunkt. Dann sind wir bei 8 Schadenspunkten. Jawohl. Noch 2. Die kriegen wir auch noch. Mühsam, wenn jetzt sich das eigentlich. Reparaturen unnötig. Brauche ich nicht mehr. Dann haben wir die Asteroiden. 3 Zoll, na klar, wir verfolgen das Schiff. 3 Zoll ist ungefähr da. Dieser bewegt sich noch, weil das so schön ist. 5 Zoll. Und der letzte. 5 Zoll. Vorwärts. Leicht nach rechts. So. Asteroiden-Kampf. Ja, wir versammeln uns dort. Und dann können wir noch die Initiative würfeln. Und irgendwann möchte ich sie auch mal haben. Ja, jetzt hast du es. Habe ich sie. So. Dann nehmen wir gleich den großen Bomberschwarm, weil du hast nur einen Würfel dagegen, die 3. Weil du hast noch keinen Interceptor ausgesetzt. Jawohl. Dann schauen wir mal, ob die in der Point Defense irgendwas reißen. Nein. Mit dem 1er nix. Und dann habe ich 9 Würfel decken. 9 Würfel decken. Und das ist wieder ein Schaden. Damit ist er jetzt runter auf einen Lebenspunkt. Die 6 könnten ja tatsächlich noch 2 Schaden werden. Und was ist der Wert? 12 hat ein Damage Rating 11. 11 ist jetzt das Critical Rating. Das reicht. 8. Der hat 2 Schaden. 13. Und somit ist er tot. Er ist tot. Gut, das hat uns gefreut, dass ihr wieder zugeschaut habt. Das war's von der Grünen Horde. Und wir sehen uns bei der nächsten Mission. Bis dann. Auch wenn es hart war für die Dendrenzi, aber wir kommen wieder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.